Wir haben heute eine Situation im Jahre 2018, wo wir auf der Brenner Autobahn mehrfach wöchentlich über 50 Kilometer Lkw-Staus haben. Diese Situation ist für die lokale Bevölkerung nicht mehr erträglich. Hier hat man die Bevölkerung bis dato immer wieder vertröstet. Es kommt die Lösung mit dem Basistunnel. Von Finnland bis Sizilien. Wir befinden uns auf einer europäischen Achse. Durch Deutschland durch kommt man nach München. Die Strecke ist ausgebaut. Berlin, München ist befahrbar seit Dezember 2017. Aber von München über die Grenze nach Österreich, diese Strecke muss absolut entwickelt werden. Denn ansonsten haben wir genau dort den Flaschenhals. Was aber das politische Zahlen, die vor allem eines besagen. Die Bundesregierung will weitermachen wie bisher, auch im Brennerverkehr. Mit den Prognosen des Bundesverkehrsministeriums lässt sich ein Aus- und Neubau beim Brenner-Nord-Zulauf in keinster Weise begründen und rechtfertigen. Die niedrigen Prognosezahlen zeigen aber auch, dass die Bundesregierung offensichtlich kein wirkliches Interesse daran hat, Güterverkehre von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Im Wesentlichen wird nur die Entwicklung der Vergangenheit in die Zukunft fortgeschrieben. Und es ist fatal, fatal wegen den verstopften Straßen, fatal aus Gründen. Für den Streckenausbau müsse zuerst nachgewiesen werden. Es ist nicht mehr Zeit dafür, Studien zu gestalten, wie man eventuell das gesund rechnen kann, sondern hier müssen Maßnahmen gesetzt werden, die effektiv eine durchgehende Korridorstrecke ermöglichen.